hallo! Hier sind wir wieder bei der Morgenshow ohne Namen mit mir, Karin Wess. Und heute habe ich eine Mindset-Challenge an dich. Eine Mindset-Challenge, bei der es darum geht, ein Thema aufzugreifen, das nicht nur Frauen, aber auch Frauen im Business einfach immer wieder sehr gerne und im Endeffekt auch zu oft wieder vergessen. Ein Ding, das eigentlich so offensichtlich ist, aber dennoch irgendwie, naja, nicht immer so präsent ist. Diese Mindset-Challenge an dich ist einfach zu realisieren und zu verstehen, dass wirklich nur du, genau nur du, für deinen Erfolg zuständig bist. Niemand anderer sonst. Es ist deine Aufgabe, deinen Erfolg voranzutreiben. Es ist deine Aufgabe, dein Business voranzutreiben und voranzubringen. Und es ist deine Aufgabe, eben auch wirklich kontinuierlich erfolgreich zu sein und daran zu arbeiten. Wir alle hier haben irgendwie ein super kurzes Leben. Wir haben so diesen One-Shot und keiner weiß, ob wir wirklich zurückkommen, ob wir schon da waren oder wie es davor oder wie es vielleicht im nächsten Leben nochmal ausschaut. Und wenn dir das bewusst ist, dass wir eben nur diese Zeit haben und ich bin mir sicher, du merkst an ganz vielen Dingen, wie unglaublich schnell die Zeit vergeht. Dass die Zeit nämlich so schnell vergeht, weil das letzte Jahr schon wieder vorüber ist. Oder oh mein Gott, jetzt gibt es gerade überall die 10-Jahres-Challenge, ja? Wo Menschen Dinge posten, die schon 10 Jahre her sind. Und es gibt Dinge, wo du anhand deiner Kinder merkst, wow, Wahnsinn, die geht ja schon in die und die Klasse oder sind schon so alt. Oder gestern habe ich mit einer Freundin von vor vielen Jahren gechattet und gesagt, mein Sohn ist jetzt schon 25. Ja? Also wir merken an den Dingen, wie schnell die Zeit vergeht. Und wenn dir das bewusst wird, dann möchte ich dich einfach dazu animieren, dann möchte ich dich dazu bitten, dass du auch wirklich realisierst, dass diese kurze Zeitphase, die wir hier haben, dass da kein Platz ist für Mittelmäßigkeit, dass da kein Platz ist für Mittelmaß und dass da kein Platz ist für, na schau mal, sondern ich will, dass du Gas gibst und dass du das Beste für dich aus diesem Leben machst und dass du aufhörst, für dich selber in dieser zurückhaltenden, abwartenden Position zu sein und einfach nicht wirklich das tust, was du tatsächlich machen musst oder kannst und willst. Und das ist genau der Grund, warum dieses Jahr einfach das Jahr schlechthin für dich werden muss. Weil wir haben einfach zu wenig Zeit, um uns noch mehr Zeit zu lassen, bis wir endlich in die Gänge kommen. Und wir haben zu wenig Zeit, um abzuwarten, was denn dann vielleicht irgendwann mal kommt. Und wir haben letztendlich auch zu wenig Zeit, um eben in diesem Mittelmaß und in diesen unteren Leveln herumzukrebsen. Wenn du nämlich einfach auch weißt und spürst, dass da noch viel mehr Platz nach oben ist. Also verschwende diesbezüglich deine Zeit auch einfach nicht, sondern gib da richtig Gas und trau dir das auch einfach zu. Weil das Thema Kontrolle und Verantwortung, das sind zwei Punkte für mich, die unglaublich essentiell sind. Und es war für mich selber so im November 2015, wo ich durch und durch plötzlich verstanden habe, auf gefühlt tiefster Zellebene, wo ich Kontrolle und Verantwortung bis dato in meinem Leben abgegeben hatte. Und genau dieser Shift, diese Veränderung, dieser Abend im November 2015 hat wirklich so alles nochmal verändert. Und dieses innere Verstehen, dass du alles selbst steuern kannst, dass es ganz klar ist für dich selbst, wo es hingehen kann, was du an Möglichkeiten hast und was du an Chancen vor dir hast. Und ja, das kann auch Angst machen. Und ja, es vergeht kaum ein Tag, an dem ich nicht selbst auch Angst habe vor irgendwas, weil ich den nächsten Schritt nicht kenne, weil ich nicht weiß, wie er aussieht und weil ich nicht weiß, was wirklich danach kommt. Aber ich gehe ihn trotzdem, weil das für mich eben das Thema ist Work in Progress. Ich entwickle mich permanent weiter, ich entwickle mich laufend weiter und du dich auch. Und wenn du dein Business, diese Reise für dieses Business als etwas ansiehst, das sich permanent entwickelt, dann nimmst du dahingehend eben auch den Druck raus, das Ding so kompliziert zu machen. Denn als ich Mama wurde, ich habe keine Ahnung gehabt, wie man Kinder erzieht und ich weiß unglaublich viel heute auch nicht, aber ich lerne jeden Tag dazu und genauso ist es auch in einer Beziehung. Du lernst auch in einer Beziehung jeden Tag dazu
und entwickelst dich weiter. Und auch da gibt es Punkte, wo du nicht weißt, wie es gerade weitergeht. Und da gibt es Situationen, die dir Angst machen. Und da gibt es Situationen, die unsicher sind. Und da gibt es Bereiche in deinem Leben, wo du einfach nicht weißt, was ist jetzt der nächste Step. Aber weil dir das Ding wichtig ist, weil dir deine Kinder wichtig sind, weil dir deine Beziehung wichtig ist, weil dir dieses Hobby oder das, was du davor hast, einfach wirklich wichtig ist, deswegen gehst du her und findest eine Lösung. Deswegen gehst du her und schmeißt das Ding nicht einfach weg und sagt, okay, gut, das ist halt dann nichts für mich, ja? Sondern weil dir vielleicht deine Ehe wichtig ist, dann suchst du nach Lösungen und dann gehst du Wege. Und du schmeißt es nicht einfach weg. Und genauso ist es beim Business auch. Deswegen dieses wirklich Verinnerlichen, dieses Work in Progress. Wir entwickeln uns weiter. Wir sind alle auf diesem Weg. Wir sind alle auf diesem Pfad. Und wir dürfen alle dort einfach hingehen. Und genau das ist das, was Wachstum und Entwicklung für dich auch einfach ausmacht. Und wenn du jeden Tag nur 1 oder 2% besser wirst in einzelnen kleinen Bereichen, als du es am Vortag noch warst, dann kannst du gar nicht anders, als dich eben kontinuierlich weiterentwickeln. Dann kannst du gar nicht anders, auch mit deinem Business auch tatsächlich weiter zu wachsen und dich diesbezüglich auch wirklich einzulassen auf diese Reise und einzulassen auf diesen Weg, der vor dir liegt. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch so wunderschöne kleine Dinge, wie ich habe Kinder oder ich habe keine Kinder oder ich bin 43 oder ich bin 28 und es wäre so cool gewesen, wenn ich all das schon vor x Jahren gewusst hätte. Und genau das ist nichts anderes als wunderschöne Ausreden, die du für dich verwendest, die wir allesamt immer wieder für gewisse Dinge verwenden. Denn im Endeffekt ist es völlig egal, an welchem Tag du startest. Das Wichtige ist, dass du startest, weil den perfekten Zeitpunkt, den gibt es einfach nicht. Denn es ist immer irgendwie viel los. Oder ist in deinem Leben mal irgendwann wirklich so die Phase, wo du sagst, ist alles ruhig? Es tut sich überhaupt nichts. Nein, wir haben immer irgendwie das Empfinden, es ist total viel los und es verändert sich total viel. Und es ist vielleicht stressig oder es ist vielleicht dieses oder es ist vielleicht jenes. Es wird nicht ruhiger und es wird nicht weniger. Und da geht es einfach auch darum, für dich herzugehen und zu schauen, so, okay, was kann ich denn mit dem machen, das mir wirklich zur Verfügung steht? Manchmal sind die Umstände wirklich sehr turbulent in deinem Umfeld und das ist völlig okay, weil wir haben diese Auf- und Abbewegungen und die gehören einfach zum Leben auch dazu. Aber dann nimm das einfach für dich raus, wo du sagst, okay, und damit kann ich starten. Aber komm in die Gänge, krieg deinen Hintern hoch von der Couch und fang endlich an, die Dinge umzusetzen. Nicht nur davon zu reden, sie nicht nur zu planen, sie nicht nur vorzuhaben, nicht nur drüber zu reden, sondern sie auch wirklich umzusetzen. Und ja, manchmal matchen sich die Prioritäten, die wir alle haben, um den ersten Platz. Und dann gibt es ganz viele Prioritäten, die an erster Stelle sein wollen. Und gefühlt ist alles gerade dringend und wichtig. In solchen Phasen nimm dir auch einfach mal eine kleine Auszeit. Geh einfach mal ein bisschen auch in die Ruhe rein. Geh mal einen Schritt zurück und schau dir mal die Dinge an, was wirklich da ist, damit du ein bisschen Distanz von der Sache auch bekommst. Und wenn du das dann für dich hast, dann kannst du wieder den nächsten Schritt gehen. Aber nimm diese Ruhepausen und diese Ruhephasen nicht als Ausrede dafür, um nicht vorankommen zu können. Weil du sagst, okay, nee, vorher brauche ich mal Ruhe, vorher brauche ich mal Ding. Weil sonst ist es wieder nur eine Ausrede, die du verwendest, um nicht voranzukommen, um nicht den nächsten Schritt zu machen, um nicht dementsprechend aktiv zu werden, um nicht genau das zu tun, was du tatsächlich tun kannst. Und genau das ist ja das, was wir nicht wollen. Wir wollen raus aus dieser Mittelmäßigkeit. Wir wollen raus aus diesem Alltagsbrei, in dem alle herumschwimmen, aus dieser Masse da auch einfach raus. Weil ich weiß, dass du alles hast, was du brauchst, um den nächsten Schritt zu machen. Es ist alles da. Und ich weiß, dass du auch den Mut hast, in dir das zu tun. Und ich weiß, dass es klar ist für dich, was als nächstes zu tun ist. Auch wenn es dir Angst macht. Auch wenn es eine Challenge ist. Aber deswegen ist es ja meine Aufgabe, dich daran zu erinnern, dass dein Erfolg diese bewusste Entscheidung ist. Und dass dein Erfolg in deinen Händen liegt. Und dass es in deiner Verantwortung und in deiner Kontrolle liegt, das nicht zu vergessen, dass nur du für deinen Erfolg zuständig bist. Dass es deine Aufgabe ist, hier umzusetzen, hier dran zu bleiben.
an dich zu glauben. Mindset matters most. Wenn du nicht an dich glaubst, wenn du nicht der begeisterungsfähigste Mensch für dich selbst bist, für deine Idee, für das, was du brennst, wer soll es denn dann sein? Es kommt niemand von außen, der die Dinge für dich macht und der die Dinge für dich übernimmt. Das ist einfach dein Job, Baby. Das ist das, was du zu tun hast. Das ist das, was du zu erledigen hast. Und was eben auch, wie gesagt, absolut in deiner Verantwortung liegt. Und dieses Warten darauf, dass die Ängste und dass die Zweifel vielleicht irgendwann weggehen, das wird nicht passieren. Und es wird auch nicht passieren, dass dir die Motivation einfach einschießt und sagt, oh yeah, okay, cool, jetzt bin ich motiviert, jetzt kann ich diese Dinge tun. Sondern es ist tagtäglich einfach deine Einstellung, wie du damit umgehst. Denn diese Ängste und diese Zweifel, die werden nie weggehen. Sie werden sich verändern auf jeder neuen Stufe, auf jedem neuen Level. Mit jeder neuen Herausforderung, die du hast in deinem Business oder bei der Kindererziehung oder bei der Hundeerziehung oder in deiner Partnerschaft. Wir haben immer wieder Momente und Punkte, die wir noch nie hatten, wo wir von neuen Herausforderungen stehen, wo wir nicht wissen, wie es tatsächlich weitergeht, wo wir noch keine Ahnung haben, was als nächstes kommt. Aber weil wir für uns selbst immer wieder einstehen, weil wir wissen, dass wir nur diese kurze Zeitspanne hier zur Verfügung haben, und weil ich weiß, dass du in dir etwas hast, das du nach außen geben kannst, dass in dir etwas steckt, das ganz vielen Menschen da draußen richtig, richtig wertvoll für sie ist und das ihnen unglaublich viel bringen kann. Deswegen ist es deine Aufgabe, von deinen Träumen nicht nur zu reden und deine Träume nicht nur zu träumen, sondern sie auch wirklich auszuleben. Dream big ist das eine, aber stand out aus diesem Mittelmaß ist das, was dich wirklich voranbringt, weil du die Dinge umsetzt, weil du hier jeden Tag immer wieder dran bist und weil du einfach nicht aufhörst zu verstehen, dass dein Erfolg einfach wirklich deine Aufgabe ist und in deiner Kontrolle ist. Es gibt nichts, absolut nichts, das dich zurückhält. Es ist alles in dir. Und ich weiß, dass du den nächsten Schritt gehen kannst und den wünsche ich dir jetzt auch, dass du ihn einfach machst, dass du vorangehst, dass du für dich eben jetzt einfach auch wirklich hinschaust, was deine Ausreden in den letzten 12 Monaten waren. Meine kenne ich schon sehr gut, ja, und ich komme immer wieder auf neue drauf. Ich sage, okay, cool, eigentlich hast du das auch nur als Ausrede verwendet dafür, um das oder das nicht zu machen, um nicht so zu wachsen, um dich nicht so sehr zu dem oder dem zu committen. Schau dir einfach an, was deine Ausreden der letzten 12 Monate waren, die du verwendet hast für dich, weil sie bequem waren, weil sie dir Sicherheit beschert haben, weil sie dich irgendwie beschützt haben. Unsere Ängste sind nicht böse zu uns, sie wollen einfach nur, dass wir safe sind. Und genauso ist es mit diesen Ausreden. Doch diese Ausreden, wenn wir sie nicht anpacken, wenn wir sie nicht anschauen, dann werden die einfach größer. Diese Probleme haben diese Tendenz, einfach größer zu werden. Und diese Ausreden ebenso, vor allem je länger wir sie mit uns mittragen. Und wenn wir nicht dagegen agieren, wenn wir nicht dagegen vorgehen, wenn wir sie nicht einfach wirklich an die Wand stellen und sagen, hey Baby, ich hab's verstanden, du bist nur eine fucking Ausrede, ja, und jetzt machen wir einfach Schluss, ja, ich trenne mich von dir, ich schmeiß dich raus, ich hab genug von dir. Wenn wir diesen Step nicht machen, dann nimmt das Ding einfach irgendwann Überhand, dann wird das einfach irgendwann wesentlich größer, wird mächtiger und blockiert uns einfach immer mehr. Und wo eine Ausrede ist, da paaren sich andere gerne wieder dazu. Und es gibt so diese schöne Analogie, wo es ja auch heißt, also entweder du hast Ausreden oder du hast Gründe. Ja? Ausreden, etwas nicht zu tun oder Gründe, etwas zu tun. Also schau dir deine Ausreden der letzten 12 Monate an. Schreib sie mir auch gerne. Lass mich wissen, was deine größten Ausreden waren. Sobald du sie entdeckt hast, hast du eben die Möglichkeit, sie zu verändern. Dann hast du die Möglichkeit, wirklich den nächsten Step zu gehen. Dann hast du die Möglichkeit, dir anzuschauen, will ich das Ding jetzt wirklich noch länger mit mir rumschleppen? Will ich mich noch länger davon bremsen lassen? Will ich mich noch länger damit und dadurch einfach in diesem Mittelmaß halten? Oder bin ich bereit, jetzt wirklich den nächsten Step zu gehen? Dein Erfolg ist eine bewusste Entscheidung. Immer und immer wieder. Genauso, ob du jetzt dir deine Ausreden anschaust oder ob du die nächsten 10, 15 Minuten vergehen lässt und wartest, bis alles vorbei ist und irgendwo das nächste Ding für dich aufpoppt, das dich herrlich daran hindert, dich deinen Dingen auch wirklich zu stellen. Wenn das Video für dich wertvoll ist und wenn du denkst, okay, ja, wow, das möchte ich jemand anderem auch zeigen, dann teil's.
Sharing is caring. Und kommentier es gerne, schreib mit drunter, likes, lass mich wissen, wo du gerade in deinem Business stehst. Und wir sehen uns wieder in der nächsten Morning Show ohne Namen mit mir, Karin Wess. Ich wünsche dir einen super tollen Tag und ich wünsche dir, dass du ganz, ganz viele deiner Ausreden für dich auch wirklich identifizierst und dass du dich immer wieder daran erinnerst, dass dein Erfolg eine bewusste Entscheidung ist und dass dein Erfolg einfach auch in deiner Verantwortung liegt. Dream big, stand out. Wir sehen uns wieder. Alles Liebe. Ciao.